So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play, Let's Fly, X-Plane 11. Wir sind wieder am EDWI, Jade Weser Airport, und ich habe ja in der letzten Folge hier versucht, eine Platzrunde zu fliegen. Und das Gleiche, das machen wir jetzt nochmal. Erstmal stelle ich hier mein Gemisch richtig ein. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo denn mein Drehzahlmesser ist. Da ist mein Drehzahlmesser, das Gemisch passt so. Das ist schön. Dann stelle ich meinen Kompass richtig ein, weil ich mit Autopilot ja fliegen will. Und ich möchte Heading schalte ich ein. Ich möchte mit 500 Fuß pro Minute möchte ich steigen. Guck mal, was mit meinen Lichtern ist. Beacon ist an, das brauche ich nicht. Doch, das brauche ich. Das brauche ich nicht. Trim ist auf Take-Off. Sehr schön. Und dann kann ich die Parkbremse lösen und kann Gas geben. Achso. Klappen aus. Auf 10. Bisschen hier rum beim Start, aber das macht nichts. So schnell will ich gar nicht steigen. Das ist nicht gut. Oh, nicht steigen. Und dann schalte ich jetzt den Autopiloten ein, der das regelt. Klappen einfahren. Ja, Klappen sind drin. Und kann dann im Prinzip auch schon jetzt 90 Grad Kurs wechseln. Grad. Dieses Mal behalte ich hier drüben das mal so ein bisschen mehr im Blick. Reduziert gleich die Steigrate mal ein bisschen, weil wir wollen auf 1000 Fuß rauf. Wenn wir bei 1000 Fuß sind, dann wollen wir die Höhe halten. Geschwindigkeit kann ich ein Stück zurücknehmen. Wir wollen keine 120 Knoten. 100 Knoten reichen. Erreicht. Und dann machen wir jetzt auch schon gleich den Gegenanflug. Fliegen also nicht ganz so weit raus. Fliegen hier mal über die nicht existierende Bohrinsel.
Bootshafen mit Banter See. Hatten wir ja schon, da hinten ist der Flugplatz. Ja, ich habe natürlich meine Höhe nicht genullt, als ich am Flugplatz war. Gucken. Ja, wir können den Gegenanflug können wir noch ein bisschen ausdehnen. Da unten ist ja... Hier wollen wir hin. Da sind wir jetzt. Also umgekehrt. Ja, hier unten diesen Damm gibt es wirklich. Der sieht jetzt nicht so aus wie da, aber es gibt hier einen Damm drin. Das ist, glaube ich, Hindenburg-Damm heißt der oder so. Da unten haben wir den Leuchtturm Arngast, den habe ich in der letzten Folge schon vorgestellt. Hier unten der Hafen. Die Kaiser-Wilhelm-Brücke etwas sehr vereinfacht. Viele Hochhäuser hier in Wilhelmshaven. Sieht in Wirklichkeit nicht so aus. Aber hey, was soll's. Marinearsenal da unten. Brücken sehen natürlich auch anders aus. Dann drehen wir noch vor dem Kraftwerk gehen wir noch in den Queranflug. Erstmal sinken wir. Und wir gehen in den Queranflug. Aufpassen, dass wir nicht gegen das Kraftwerk fliegen. Und ein großer Öltanklager. NWO nennt sich das. Zumindest früher mal, ich weiß nicht, ob das so heißt. Da unten ist die Made schön zu sehen, Rüstersiel und auch die Häfen, die Yachthäfen, Segelclub und so weiter und so fort. Und wir müssen mal wieder ein bisschen gucken. Ich will diesmal den Gegenanflug nicht verpassen. Ja, wir sind auch viel zu schnell. Sinken natürlich und ich mache die Klappe mal raus. Erste Stelle. Also wir können jetzt eigentlich so mit 80 Knoten können wir hier locker weiterfliegen. Natürlich auch nicht zu tief kommen. Oh, klar. Ja, da können wir jetzt im Prinzip eindrehen. Den Endanflug. Hier erstmal die Höhe halten.
doch schon sehr, sehr, sehr tief ist. Aber wenn mich da nicht alles täuscht, sind wir aber jetzt genau sowas von auf Kurs. Nicht vergessen hier. Ja, aber 70 Knoten würde ich gerne halten. Machen wir es manuell. Den Rest. Am besten so wenig wie möglich natürlich hier Steuereinflüsse haben, weil wir doch sehr langsam fliegen. Ganz leicht. Halt schon auch vernünftig runterkommen. Nicht so eine Landung wie gerade eben. Ganz ruhig und entspannt. Also, da würde ich mal sagen, meine beste Landung bisher. Oh, nee, das ist natürlich viel zu doll. Würde ich mal behaupten. Ja, wir haben es geschafft. Das war doch schon eine ganz angenehme Landung, finde ich. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich bleib mal hier. So, hier ist nicht. Bleib mal jetzt hier stehen. Ja, Leute. Die Landung fand ich, die kann man machen. Sowas muss ich dann öfter mal üben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Über einen Kommentar, Like oder Abo freue ich mich. Und ja, wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen kommt, dann freue ich mich auch. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich ciao.